Herr Ehrlich, was ist gerade passiert? Ja, ich war jetzt die letzten Tage am Bodensee. Ich habe in Ravensburg gesprochen auf der Demo. Ich war in Konstanz auf der Organisationskonferenz für die Friedenskette. Bin jetzt auf dem Heimweg nach Wien mit meinen beiden Kindern, 4 und 6 Jahre alt. Habe auf der Raststätte Samersberg Süd Einkehr gehalten. Meine Kinder haben Hunger, haben Durst. Ich wurde beim Eintreten dazu aufgefordert, eine Maske zu tragen. Habe geantwortet damit, dass es mir bekannt ist, dass die Maskenpflicht herrscht. Daraufhin hat mich der Kellner aufgefordert, einen Attest vorzuweisen. Entsprechend den Ergebnissen der Verkehrsministerkonferenz in Bezug auf Bus und Bahn, wo ganz klar festgelegt wurde, Servicepersonal ist kein Exekutivorgan und hat kein Recht, Gesundheitsakten einzusehen, gehe ich davon aus, dass man das analog auf Gastronomie und Handel anwenden muss. Und habe mich also geweigert, einen Attest vorzuzeigen einem Kellner. Den geht mein Gesundheitszustand in meiner Auffassung nichts an. Daraufhin hat der Kellner beschlossen, die Polizei einzuschalten. Meine Kinder werden nicht bedient, 4 und 6 Jahre alt, hungrig und durstig. Jetzt warte ich darauf, dass die Polizei hier eintrifft und bin sehr gespannt auf den Ausgang der Diskussion und auf den Ausgang des heutigen Abends. Ist sowas schon mal bei Ihnen passiert in Ihre Reise in Deutschland oder in Österreich? Nein, normalerweise nicht. Also in dieser Art und Weise würde ich bisher noch nicht behandelt. Man hat mich schon öfters aufgefordert zu begründen, warum ich keine Maske trage. Aber mit der Begründung, ich bin befreit, hat man sich bis jetzt zufrieden gegeben. Selbst die Münchner Polizei auf der München-Demo am 12.09. hat festgehalten, eine Mitführpflicht des Attestes besteht nicht. Es wird ein provisorisches Ordnungsgeld verhängt und ich kann das später nachreichen und aufklären. Wenn in München keine Mitführpflicht für Atteste besteht, gehe ich davon aus, dass auch in Samersberg Süd keine besteht und bin dementsprechend zuversichtlich, dass der heutige Abend entspannt weiter verlaufen wird. Alles klar. Außerdem wollte ich von Ihnen gerade noch wissen, Sie sind auf dem Weg wieder zurück nach Österreich. Wie schätzen Sie die Situation ein? Wird es zu einem Lockdown kommen? Nun ja, ich habe keine Kristallkugel. Ich habe das gesehen, was wir alle gesehen haben, wie unser Bundeskanzler Kurz die zweite Welle ausgerufen hat. Ich verfolge, wie die Regierung ihre Werkzeuge bereitlegt, wie sie Gesetze auf den Weg bringt, die Maßnahmen für den zweiten Lockdown und für Homeschooling etc. vorbereiten. Ich gehe als Praktiker davon aus, ich schmiede mir kein Werkzeug, wenn ich es nicht benutzen möchte. Daher gibt es zumindest eine realistische Chance, dass diese Werkzeuge auch tatsächlich zum Einsatz kommen werden. Das heißt, jetzt in Australien gibt es schon den Lockdown. Sie denken, das wird so ähnlich dann laufen wie in Australien? Ich bin über die Situation in Australien nur ganz am Rande informiert. Ich habe sehr viel zu tun mit den verschiedensten Sachen, um die ich mich hier kümmere, im deutschen Sprachraum, aber auch in anderen europäischen Ländern. Ich weiß, in Australien soll es derzeit ganz schlimm sein. Details kenne ich nicht. Ich hoffe, dass es bei uns nicht so schlimm wird und werde meinen kleinen Beitrag dazu leisten, aufzuklären, zu beraten, zu unterstützen, wo auch immer es möglich ist, damit wir hier nicht in eine solche Situation kommen. Alleine kann ich wenig bewirken. Deshalb immer wieder mein Aufruf. Schließt euch an. Wir müssen viele sein. Nur dann können wir etwas erreichen. Angenommen, der Lockdown kommt jetzt. Was könnten Deutsche machen? Angenommen, wir hätten jetzt den Lockdown nur für Österreich erst einmal. Wären dann zum Beispiel Fahrradtouren von Deutschland nach Österreich, nehmen wir mal an, Passau-Wien, so eine gute Möglichkeit des Protestes? Jede Möglichkeit des Protestes ist eine gute Möglichkeit. Wir müssen uns dem anpassen, was wir vorfinden und mit den jeweiligen Situationen umgehen. Wichtig ist, dass der Einzelne auch in seinem Alltag Gesicht zeigt, Haltung zeigt, nicht nur auf Demos geht, das ist zu wenig. Man muss wirklich dazu stehen und sich einfach nicht in einer bestimmten Art und Weise unterwerfen und ducken. Wir haben nur dann eine Chance, wenn wir viele, viele, viele sind, die unabhängig voneinander initiativ werden, Aktionen setzen. Es gibt viele gute Vorschläge von den Klagepaten, von verschiedensten Friedensinitiativen. Und man kann ja auch selbst nachdenken.
Fahrradtour Passau nach Österreich rein ist mit Sicherheit eine Sache, die jemand für sich entscheiden kann, wenn er das möchte. Ja, die Witterung wäre eh noch passend, würde ich sagen, aktuell. Und Passau-Wien ist mir dann auch wieder so eine Woche maximal unterwegs. Also könnte ich mir ganz gut vorstellen. Sie haben ihre Kinder dabei, das heißt, die wollen jetzt irgendwann was zu essen. Ist für die natürlich auch blöd, wenn es jetzt nichts zu essen gibt. Ich hatte da auch schon ein anderes Erlebnis, das muss man sagen, auf der Anfahrt nach Konstanz musste meine Tochter beim Chiemsee auf der Raststätte auf die Toilette. Sie ist vorausgegangen, ist lange Zeit nicht zurückgekommen, sie hat keine Maskenpflicht mit 4 Jahren. Ich war in Sichtweite der Eingangstüre, habe mir dann Sorgen gemacht, wollte nachgehen, um ihr zu helfen. Und mir wurde der Zutritt zur Toilette verweigert. Ich habe darauf hingewiesen, ich muss meine Tochter beaufsichtigen und ihr helfen. Da sitzt ein 4-jähriges Mädchen und hat vielleicht ein Problem. Und es wurde mir nicht gestattet, die Toilette zu betreten. Man hat dort eine Security aufgebaut, die mich daran gehindert hat, Zugang zu meinem Kind zu haben. Und das ist wirklich ein Punkt, wo ich sage, wenn es um die Kinder geht, ist der Spaß vorbei. Eltern von ihren Kindern abtrennen oder so, wie das ja bereits in Vorbereitung ist, Kindesabnahmen wegen Quarantänemaßnahmen, die Jugendämter suchen schon Personal. Das ist der Punkt, wo jeder sagen muss, hier ist Schluss. Keine Pandemie dieser Erde rechtfertigte es, Eltern ihre Kinder wegzunehmen und sei es auch nur für ein paar Minuten beim Toilettenbesuch. Ja, Sie waren jetzt schon bei ganz vielen Demonstrationen. Was ist am interessantesten oder erschreckendsten gewesen für Sie die letzten 20, 30, 25 Wochen? Ja, das Erschreckendste sind die Dinge, die unsere Kinder betreffen. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass so viele Menschen das zulassen und immer noch ein bisschen mehr und immer noch ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, wo diese Mentalität herkommt. Ist das so ein, jetzt war es das dann und wir sind eh bald durch? Oder ist das ein, ich traue mich nicht? Oder ist das tatsächlich ein, ich will das alles? Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Ich frage mich auf der einen Seite, die schweigende Mehrheit, die noch nicht aufgestanden ist, was denkt sie, wie viel lässt sie sich noch gefallen? Wie viel muss sie noch provoziert werden, leiden, wirtschaftlich zugrunde gerichtet werden, bis sie sich auf die Straße stellt, bis sie ihre Meinung sagt und äußert? Bis sie vorgeht mit allen Methoden des Rechtsstaates gegen Ungerechtigkeit. Wenn ein zweiter Lockdown kommt, dann werden noch viel, viel mehr Menschen in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten, persönliche Probleme. Eingesperrt sein zu Hause führt, da brauche ich kein Psychologe sein, mit Sicherheit nicht zu Glücksgefühlen. Wir haben erlebt, dass es zu partnerschaftlichen, familiären Problemen führt. Alle diese Dinge, das passiert ja dann nochmal und noch stärker, es gibt noch mehr Betroffene. Wie viel Leidensfähigkeit hat der Durchschnittsbürger, bis wirklich die große Mehrheit sagt, Schluss und vorbei? Das frage ich mich am meisten. Ja, und dann ist auch noch die Frage, wie wollen Sie sich dann noch großartig abstimmen, die bei den Demonstrationen zum Beispiel am 1. August, da konnte man dann eben zu 1 Million Menschen zusammenkommen. Aber dann, wenn man im eigenen Haus eingesperrt ist, was will man dann noch machen? Ja, das ist natürlich eine Sache, über die wir jetzt alle demokratischen Initiativen gemeinsam nachdenken müssen. Wie gehen wir mit einer solchen eventuellen Situation um? Wozu laden wir ein? Wozu rufen wir auf? Was können wir noch organisieren? Was können wir noch tun? Und gerade in dem Zusammenhang ist es wichtig, noch einmal zu wiederholen, jeder ist ein eigenständiger, freier Bürger. Und niemand braucht jemanden, der ihm sagt, was er tun soll. Jeder für sich kann tun, kann handeln, kann Verantwortung übernehmen, kann sich etwas einfallen lassen. Und so viel wir uns miteinander noch vernetzen können, werden wir das natürlich tun. Vielleicht ist das dann nur mehr in einem ganz kleinen Rahmen möglich. Das werden wir sehen, entsprechend dem, was auf uns zukommt. Ja, was sagen Sie dazu, dass es eben eine internationale Geschichte ist, dass es weltweit ist? Ist es dann für Sie eher so, dass es eine größer angelegte Strategie von irgendwelchen Mächtigen im Hintergrund ist? Oder was
Was erwarten Sie das, was da dahinter steckt? Ganz ehrlich, ich bin ein Logistiker. Logistik heißt praktische Arbeit. Die Gründe, was dahinter steckt, interessieren mich überhaupt nicht. Ich will nicht wissen, warum. Ich will nur, dass es aufhört. Es ist falsch, es geht zu weit, es ist genug. Wer auch immer, was auch immer dahinter steckt, egal, Schluss muss sein. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat es in Deutschland einen Prozess, hat es die Nürnberger Prozesse gegeben. Brauchen wir eine Androhung von Nürnberger Prozessen für unsere Politiker jetzt? Ich bin kein Mensch, der Schuldzuweisungen macht oder Schuld sucht. Ich möchte mein Leben zurückhaben. Ich möchte niemanden bestrafen, jagen oder verfolgen. Natürlich muss sich jeder, der jetzt rechtswidrige Handlungen setzt, bewusst sein, dass es möglich ist, dass er eines Tages die Verantwortung dafür übernimmt. Weil auch wenn eine Mehrheit sich rechtswidrig verhält, bedeutet das nicht, dass es deswegen auf einmal in Ordnung ist und dass deshalb auf einmal alles gut ist. Und so wie schon so oft in der Geschichte, kann es sehr gut sein, dass der Moment kommt, wo jeder Einzelne von diesem Kellner hier auf Sammersberg Süd bis hin zu Spitzenpolitikern Verantwortung übernehmen muss für das, was er selbst getan und beigetragen hat. Ja, sehen Sie Ähnlichkeiten zu der Widerstandszeit im Dritten Reich? Ich habe mich mit dem Widerstand im Dritten Reich nicht wirklich sehr tief befasst. Ich sehe Ähnlichkeiten zu jeder Widerstandsbewegung gegen Unrecht. Das hat mit dem Dritten Reich an sich zu tun, aber auch mit vielen anderen ungerechten Systemen. Es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das ist eine Grundlage unserer demokratischen Gesellschaft. Ich glaube fest daran, ich bin glühender Demokrat, glühender Europäer und wer seine Rechte verteidigen möchte, muss auch dafür aufstehen. Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Wie könnte das Ausland sonst noch helfen, wenn Österreich den nächsten Schritt in den Lockdown macht? Ich glaube nicht an Hilfe von außen, weder in Österreich noch in Deutschland noch sonst irgendwo. Hilfe kommt aus uns selbst. Hilfe kommt aus der Kraft unseres Geistes, unserer Entschlossenheit, unserer klaren Aktionen, Gedanken und Richtlinien. Jeder für sich selbst hat seine Moral, jeder für sich selbst hat sein Gewissen und das ist die Kraft, von der wir die Hilfe erwarten können. Angenommen, unsere Aktionen immer friedlich führen zu dem ähnlichen Ende wie das Ende der Juden, die teilweise singend in die Gaskammern gegangen sind. Ist es für uns ein guter Weg? Noch kann ich mir nicht vorstellen, dass es so weit gehen kann. Natürlich, vor 6 Monaten konnte sich niemand vorstellen, dass wir hierher kommen, wo wir heute stehen. Ich habe die Hoffnung, ich habe den festen Glauben an das Gute im Menschen, auch des sogenannten Systems, weil auch das sind Menschen. Ich habe den festen Glauben daran, dass die Exekutivorgane, dass die Polizei und das Militär nicht bereit sein werden, in einer menschenverachtenden Weise gegen ihre Brüder und Schwestern, gegen das Volk vorzugehen. Daran glaube ich felsenfest. Und deshalb sind Szenarien wie Gaskammern für mich derzeit absolut nicht vorstellbar. Mir wurde zugetragen von Polizisten schon vor 10 Jahren, dass auf sogenannten Technikmessen auch dann eben erstmalig Szenarien oder nicht Szenarien, sondern Techniken vorgestellt worden sind, wie extra gepanzerte Wasserwerfer und Fernüberwachung, Teleobjektive aus Polizeiwagen raus, wie man sie jetzt gesehen hat. All das wird jetzt erst in Betrieb und gegen das eigene Volk in Stellung gebracht. Hätten unsere Bürger in Uniform nicht schon vor 10 Jahren
beim Anblick solcher martialischen Techniken aufstehen müssen? Nun ja, ich kann verstehen, dass eine Einheit, deren Aufgabe es ist, Frieden zu bewahren, gerne gute Ausrüstung hat. Es wird sicherlich auch nicht jeder Einzelne sich damit befasst haben, wozu die eingesetzt werden könnte. So gesehen, glaube ich, die Frage führt einfach zu weit. Das konnte damals noch nicht wirklich abgeschätzt werden. Ah, ich sehe, wir haben die Polizei vor Ort, wir haben gerade gesprochen darüber. Guten Morgen, bitte